Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von King's Quest. Wir müssen hier diese Zugbrücke runterlassen und haben anscheinend zwei Möglichkeiten. Entweder uns das mit Grips zu machen oder mit purer Muskelgewalt. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit Grips und ich denke mal, das könnte schwierig werden. Müsste das ja sein. Okay, was haben wir denn da alles? Das da ist nichts. Da können wir auf jeden Fall was ziehen. Was passiert dann? Ah ja, das kann ich ja hin und her setzen. Okay. Okay. Ah ja, ich verstehe, wie das funktioniert. Oder auch nicht. So, dann können wir wieder eins runter. Ja, genau so wird das funktionieren. Hier noch eins her. Oh. Ich habe es zu weit gemacht. Ach nee. Dann wieder hierher. Da können wir nochmal drehen. Ah ja, ja, ja. Ja, jetzt verstehe ich, wie das ganze Ding funktioniert. So. Jetzt verstehe ich das. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hä? Ist nur die Frage, das richtig im Reinmachens. Das ist nicht so gut. Das hier würde mit dem hier ganz gut übereinstimmen. Machen wir mal das hier und das hier. Das da sieht sogar noch besser aus. Ja, die zwei passen richtig gut zusammen. Meiner Meinung nach. So, jetzt ist da nur die Frage, das würde doch ganz gut mit dem passen. Aber da hätte man noch eine ziemliche Dings drin. So vielleicht? Nee, definitiv nicht. Weil da kommen wir dann da nicht hin. Fangen wir doch wirklich mit den einzelnen Dingern an. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Das könnten wir entweder mit dem hier. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Das da würde noch besser sogar passen. Andererseits, nee, nicht ganz. Das überlappt sich. Probieren wir es trotzdem mal so aus. Würde nicht gehen, aber das hier würde doch ganz gut gehen. So. Ja, okay, aber hier hätten wir dann das Problem, hier geht's nicht weiter. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Hämpf! So viel dazu. Also das ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Das geht definitiv nicht. Hat man das nicht eben schon? Hoppla. So war das eigentlich jetzt nicht gedacht.
Okay, jetzt sieht es richtig gut aus. Jetzt können wir nämlich hier weitermachen, dann können wir hierher springen. Ich glaube, wir springen sogar hierher. Ja, so, dann geht's eins weiter. Jetzt gehen wir auf blaue... Moment. Hä? Habe ich da einen Fehler gerade drin? Ach, tatsächlich, zwischen den und denen ist nichts drin. Ugh, okay. Das heißt, das geht so auch nicht. Andererseits kann ich nicht den einfach raustun und dann weitermachen. Genau, das geht ja auch. Wirklich clever. Ich kann ja die Dinger einfach wieder austauschen. Ganz ruhig. Da ist nichts. Hm. Da bin ich mir nicht so sicher. Kobolder. Na los, machen wir weiter. Oh, ist das dein Ferienparadies für Kobolder? Nicht zum Schießen. Dass ich nicht lache. Ich nehme den da. Okay, ich nehme den nächsten. Wieder eine Koboldjagd. Hey, das war meiner. Tut mir leid. Ich nehme den rechts. Na? Ich wette, ich treffe mehr als ihr. Das schafft ihr nicht. Wer mehr Treffer landet, gewinnt. Okay. Ihr nehmt den da oben. Das war mein Treffer. Ich weiß, aber den habe ich jetzt einfach mal weggenommen. Hey, das war mein Treffer. Hey, ich bin einfach besser. Ich nehme den da. Ich nehme den links. Ich nehme den nächsten. Ihr nehmt den da oben. Ich nehme den unten. Dann nehme ich den oben und den da. Meiner. Meiner. Erwischt. Hoppala. Daneben geschossen. Habt ihr gemogelt? Das sind keine Zauberzielpfeile, oder? Ich habe bisher nur gegen Mogler verloren. Nein, natürlich nicht. Nächstes Knobelspiel, okay. Wir müssen das Ding da rauskriegen. Ja, ich kenne diese Dinger. Sehr gut. Das war einfach. Und gar kein übles Team. Und wir haben diese die Sanduhr. Diese Mission ist wichtig. Nur für die Feinsten aller Prinzessinnen. Mal sehen, wen soll ich wählen? Wen will ich? Vielleicht Prinzessin Graham und Prinzessin Nies. Okay, das war klar, dass jetzt da das nächste losgeht. Ich brauche die goldene Eichel und trödelt ja nicht rum. Der Zauber wirkt nur für begrenzte Zeit. Okay, eine goldene Eichel sollen wir jetzt besorgen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Wald. Okay, das war irgendwie klar. Wo sind wir? Sieht für mich aus wie mitten im Avalon-Wald. Wieso kommt mir der Name so bekannt vor? Meine ältere Schwester hat mir mal Postkarten von hier geschickt. Gut, suchen wir diese Eichel. Ich komme mir schon vor wie ein Eichhörnchen. In welche Richtung sollen wir gehen? Sind wir jetzt Abenteurer? Lösen wir die Rätsel der Sphinx?
Werden wir durch das Labyrinth des Minotaurus wandeln? Gibt es gefährliche Späße, womöglich mit Zaumzeug und Schlangen? Können wir gleiche Federn haben? Bitte! Ja, zu allem. Unkontrollierbare Begeisterungsschübe? Sehr interessant. Also, ja. Wo lang? Nach Westen, ganz sicher. Der Westen ist die Richtung des Abenteuers! Ich würde sagen, nach unten. Das ist einfach toll! Was für ein Spaß! Und ich finde, Nies passt richtig zu Graham. Autsch! Autsch. Hier entlang. Au. Autsch. Das ist mein Spaßgesicht. Oh, das war haarscharf am Felsen vorbei. Ihr hättet mehr von den Dornen entfernt. Ja, tut mir leid. Halt! Nicht schießen! Er hat Angst! Okay. Graham, nicht! Ich muss. Nicht abfeuern! Dieser Wolf wird Hackfleisch aus uns machen. Aber er ist so süß. Wartet! Bitte nicht schießen! Na gut, aber dann wird er uns wahrscheinlich erledigen. Nettes Kätzchen. Gutes Kätzchen. Ruhig. Nies, das ist keine gute Idee. Aha. Dachte ich mir. So, jetzt sollte es besser sein. Und Nies mag Wölfe. Das finde ich toll. Gut, dass ich abgewartet habe. Ich bin heilfroh darüber. Sollen wir unser Abenteuer fortsetzen? Auf jeden Fall. Also, wie kommen wir da jetzt rüber? Wir könnten aus einem Kautschukbaum eine Schleuder bauen und uns damit rüberschießen. Gute Idee. Nein. Zu simpel. Schade, dass Avalon keine Brückentrollgilde hat. Wartet hier. Ich hab's. Okay. Und was kommt ein jetzt? Ein Stamm? Und wie bitte soll uns das helfen? Naja, es ist ein Anfang. Ich dachte mir, wir können etwas Spaß haben. Jetzt seid ihr am Zug. Am Zug? Ja. Geht in den Wald und nehmt ein Objekt. Ein einziges. Kommt dann zurück und fügt es unserem Projekt hinzu. Dann hole ich wieder etwas. Oh, vielleicht bauen wir eine Seilbrücke oder eine Rutsche. Okay, jetzt ich. Gut. Ihr wisst genau, was ein Mann braucht, um sich wohlzufühlen. Wir dürfen was uns raussuchen, oder? Was hätten wir denn da? Eine Lampe? So ein Banner? Ich würde sagen, so ein Sitzkissen nehmen wir mit, oder? Was meint ihr? Eine Wollsocke. Cool. Ja, aber ich würde sagen, Nies passt doch einfach zu Graham. Mit dieser selben überschwänglichen Art, die sie hat und ja. Ich wähle dich. Oder ist es ein Stein? So, dann fügen wir mal. Habt ihr schon euer Objekt? Ich möchte unbedingt Tannenzapfen einbauen. Dann, ja, müssen wir wahrscheinlich aus dem Inventar uns rausholen. So, dann wollen wir mal, wo haben wir das denn? Ach, das ist ein Brotlaib, war das? Oh, das gibt Räder. Oh, tut mir leid. Oh, naja, spielen wir weiter. Jetzt ich!
Okay, das hat voll nicht geklappt. Okay, jetzt ich. Ja, okay, das mit dem zweiten Rad hat dann auch nicht geklappt. Nehmen wir mal das hier. Das ist ganz klar die richtige Antwort. Gut, anscheinend war das richtig. Probieren wir mal, was das gibt. Genau das fehlte. Jetzt ich! Das passt nicht ganz. Okay, jetzt ich. Was nehmen wir sonst noch mit? Was haben wir denn noch da? Das da. Nee, eine Lampe. Können wir auch diese Donnen-Dings nehmen? Nee, das geht nicht. Also Lampe. Genau das fehlte. Jetzt ich! Das passt nicht ganz. Probieren wir es aus. Jetzt bin ich so ja mal gespannt. Das Abenteuer! Bin ich ja mal gespannt. Waren wir Freunde? Wir waren wohl eher verliebt. Also, wie kommen wir da jetzt okay. rüber? Wir könnten aus einem Kautschukbaum eine Schleuder bauen und uns damit rüberschießen. Okay, jetzt ich. So. Ihr wisst genau, was ein Mann braucht, um sich wohlzufühlen. Also ich denke, die Räder waren gar nicht mal so schlecht, aber wie kriegen wir sie fest? Was haben wir denn sonst noch da? Wollsocker? Was ist das hier? Ich wähle dich. Gut, was ist das jetzt halt genau? Tut mir leid. Oh, naja. Spielen wir weiter. Ja, diese Räder heben einfach nicht. Das passt nicht ganz. Okay, jetzt ich. Okay. Was haben wir sonst noch da? Was ist das da? Das ist ganz klar die richtige Antwort. Probieren wir doch einfach mal ein bisschen aus, was das alles gibt. Genau das fehlte. Ja. Jetzt ich. Da können wir die Räder dranhängen. Das ist... Das passt nicht ganz. Das gibt... Okay, jetzt ich. Eine Achse. So, dann nehmen wir das, da. Hier. Den Brotleib. Genau das fehlte. Perfekt. Jetzt ich. Also, was haltet ihr davon? Ja, doch gar nicht mal so schlecht. Probieren wir es aus. Ob's jetzt aber klappt. So steht das Abenteuer. Natürlich nicht. Wir brauchen nämlich 4 Räder. Waren wir Freunde? Wir waren wohl eher verliebt. Also, wie... Okay, jetzt ich. So. Dann wissen wir es jetzt. Mit dem hier können wir das machen. Dann holen wir uns das hier und das da. Und dann haben wir auf jeden Fall die Räder schon mal. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das heißt, in der nächsten Folge sollten wir den Wagen zusammenbringen. Gut. Aber, wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.